Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zur ZMW-Fortbildung auf ZWP online und in den sozialen Netzwerken live aus Lugano mit der freundlichen Unterstützung der Firma Dentsply Sirona Implants. Wir zeigen heute einen interessanten Fall, den wir vor 2 Jahren im Rahmen einer Fortbildung operiert haben und den wir dann weiter verfolgt haben mit Videos und Bildern und auch sehr interessant mit Histologien bis dann zur fertigen Prothetik. Wir gehen jetzt zum Film. Die Indikation ist Post-Extraction Socket Preservation, wobei wir autologen Knochen und das biphasische Bone Graft Material Symbios der Firma Dentsply Sirona verwendet haben. Und wie Sie gleich jetzt im DVT sehen werden, es geht um die Region 2,4, 2,5, 2,6, 2,4 wurde Alio Loco extrahiert. Während die große Problematik liegt dann in Regio 2,5, 2,6. Wir sehen hier palatal in diesem Gebiet haben wir ein Knochenangebot von gute 4,7 mm. Das Ganze geht dann abrupt zu einer Resorption im Buccalbereich, Regio 2,5, ein großes apikales Granulom und dann infraradikulär Fokationsbefall. Durchgehend weiter bis Regio 2,6. Und hier liegt weiterhin die Problematik. Und dementsprechend gehen wir dann bei auf die Live-OP. Wir werden hier einen Kristallenschnitt anlegen und dann weiter einen intrazirkulären Schnitt auf Regio 2,5 und Regio 2,6 anlegen und einen vertikalen mesialen Entlastungsschnitt. So, hier haben wir die Region. Wir gehen ein bisschen bei und säubern das Ganze, aber wir haben uns sofort natürlich entschieden, den Zahn zu extrudieren, versuchen es schonend zu machen. Wie Sie sehen, gelingt es nicht sofort. Der Zahn ist leicht ankylosiert und dementsprechend in diesem Fall werden wir beigehen und mit einer Lindemann-Fräse beigehen und die Zahnkrone hier durchtrennen. Hier kommt der bayerische Hebel und die Zahnkrone des Zahnes 2,5 wird dann abgetrennt. So, jetzt gehen wir dann bei mit einer dünnen Lindemann-Fräse. Werden wir jetzt beigehen und die palatinale Wurzel von der bukalen Wurzel abtrennen. Versuchen natürlich, das Ganze in diesem Gebiet schonend durchzuführen, sodass wir so weit wie möglich wenig Knochen destruieren. Und ja, wir sind jetzt fast fertig mit der Präparation. Wir gehen jetzt noch etwas weiter hier in den Mesianbereich, jawohl, sodass wir wirklich den Zahn gut durchgetrennt haben. Und dementsprechend gehen wir dann bei mit einem Beinchenhebel wieder und versuchen dann schonend die palatinale Wurzel von der bukalen Wurzel zu lösen, zu trennen. Sie sehen, das geht jetzt phasenweise. Wir versuchen schonend die palatinale Wurzel zu lösen. Ist nicht ganz einfach, sie ist ankylosiert. Und versuchen dann natürlich auch nicht ganz so viel Knochen zu destruieren. Wir gehen dann bei ein bisschen auf die bukale Wurzel hinaus. Aha, hier ist jetzt ein Abschnitt, hat sich schon gelöst auf den, von der bukalen Wurzel. Und dann gehen wir natürlich bei und mit einer gebogenen Arterienklemme entnehmen wir den einen Abschnitt der Wurzel und darauf hinaus gehen wir jetzt weiterhin mit den Beinchen Hebeln, versuchen eben vorsichtig das Ganze zu lösen, ohne jetzt so weit wie möglich eben den Knochen nicht zu beschädigen. Und wiederum
Die palatinale Wurzel wird jetzt mit der Arterienklemme, der gebogenen Arterienklemme, dann extrahiert. Jawohl, es hat geklappt. Und wir sehen in diesem Gebiet hier Teil der Infektion, die dann weiter nach distal geht, Regio 2-6. Jawohl, hier haben wir das Ganze. Und wir gehen jetzt weiter auf die bukale Wurzel, versuchen natürlich, soweit es möglich ist, schonend zu arbeiten. Sie sehen ja, die Problematik ist natürlich hier, die bukale Corticalis ist sehr, sehr dünn und versuchen natürlich, das Ganze nicht zu destruieren. Wir möchten natürlich in der Zukunft hier implantieren, versuchen das Ganze zu lösen mit einer Wurzelrestzange. Es gelingt nicht. Sie sehen, das ist ganz transparent, papierdünn. Ja, das ist etwas gefährlich. Wir sehen, das klappt noch nicht ganz mit der Aktion und dementsprechend müssen wir dann wieder beigehen gleich und noch ein bisschen dran zu arbeiten. Jawohl, das ist eben ganz, ganz dünn hier und wir wollen natürlich diese Lamelle eben nicht kaputt machen und gehen natürlich hier wieder bei, versuchen den bukalen Anteil noch weiterhin zu luxieren, ein bisschen zu lösen, so dass wir es schonend herausbekommen. Aber ja, genau in diesem Punkt, Sie haben es ja gesehen, haben wir eine kleine Einkerbung des Knochens und dementsprechend gehen wir nochmal bei. Mit der Lindemann-Fräse präparieren wir noch ein bisschen was von der mesialen Wurzel, so dass wir dann letztendlich dann die Möglichkeit haben, mit der Arterienklemme bzw. die Wurzelrestzange den Wurzelrest endlich dann vorsichtig zu extrahieren. Jawohl, wir haben es hier und wir sehen, es kommt gleich wieder zurück. Hier die riesige Entzündung, die entstanden ist während den Jahren bis zum apikalen Granulom. Das Ganze hat natürlich eine enorme Destruktion hervorgegeben in diesem Gebiet, sowie dann auch in der Region 2-6 Mesial. Jawohl, das sehen wir hier. Da sehen wir auch gleich noch besser, eine komplette Denudation der Wurzel. Und das ist natürlich ein Problem, das Ganze hier dann zu regenerieren. Der erste Abschnitt ist die Phase des Debridements. Wir werden, wie Sie sehen, hier die ganze Zeit versuchen, das Entzündungsgewebe herauszubekommen. Wir kuratieren sehr sorgfältig. Es ist ein etwas langweiliges Spiel, aber wir müssen natürlich versuchen, so weit wie möglich alles schön sauber zu bekommen. Mit der Gracie-Kürette 11 und 12. Und wir sehen hier, wir bekommen eine ganze Menge an Entzündungsgewebe heraus. Ja, das geht ja dann bis zu diesem Gebiet hier. Es ist eine Furkation zweites Grades, noch nicht komplett durchgehend, aber es ist schon ein riesen Defekt. Und dementsprechend müssen wir dann sehr, sehr vorsichtig hier beigehen und akribisch das ganze Entzündungsgewebe. Wir haben hier Mesia noch ein bisschen was. Das muss natürlich alles raus, das muss gesäubert werden, es muss ja, so gut wie möglich clean sein. Das ist natürlich die Conditio sine qua non, dass wir eine gute Regeneration hinbekommen. Wie gesagt, es ist ein Geduldsspiel. Immer wieder gehen wir hinein in den Furkationsgebiet und kratzen und kratzen, bis wir wirklich hundertprozentig sicher sind, dass das Ganze wirklich auch sauber ist. Und wenn wir jetzt dann gerade fast damit fertig sind, müssen wir natürlich dann auch nicht vergessen,
dann auch in den übrigen Gebiete noch weiter hineinzugehen und das Ganze auch dann noch zu säubern. Nebenbei sehen wir hier das Defekte in Regio 2.4. Wir haben hier Gutknochen, aber hier sehen wir natürlich dann schon die Resorption postextraktiv. Die hier wurde Alloloco, wie ich sagte, 2.4 extrahiert. So, in diesem Moment sind wir jetzt fast fertig. Jawohl, wir gehen jetzt noch einmal rein mit den scharfen Löffel, gehen nochmal bei und werden in den apikalen Gebiete, wie Sie sehen, nochmal alles säubern, sodass wir wirklich jetzt hundertprozentig sicher sind, dass wir die Extraktionsalveole, die ja wirklich stark entzündet war, gut gesäubert haben. Ja, hier ist jetzt der Defekt. Wir sehen das ja. Es sind gute 5 mm Defekte. Das sehen wir hier in dem Bild. Und das Problem ist natürlich hier. Was können wir machen? Natürlich zunächst mal gehen wir bei mit dem Endogain, das Gel, das enthält Schmelzmatrix-Proteine und dementsprechend aus Porzin. Ursprung und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu regenerieren. Das Endogen, das fördert die parodontale Regeneration. Umso weniger es in diesem Gebiet natürlich weniger blutet, umso besser wäre es. Und jetzt gehen wir bei mit dem Scraper und versuchen in den apikalen, distalen Bereich, Regio 2.6, 2.5, nicht so ganz, ja, 2.6, 2.7, das Ganze zu kratzen. Wir sehen das ja hier. Wir haben schon einiges an Knochen gewonnen und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, den autogenen Knochen in den apikalen Bereich hineinzubringen und im Bereich der Folkation werden wir es hineinbringen und ohne jetzt stark zu drücken, setzen wir den autogenen Knochen hinein. Und das ist sozusagen eine Art von Schichttechnik. Ja? Also in den apikalen Bereich erstmal autogenen Knochen. Das verbinden wir dann wieder mit dem Endogain, sodass wir so gut wie möglich das ganze Potenzial der Regeneration aktivieren, setzen dann wieder autogenen Knochen bis zur Hälfte des Defektes hinein, wie Sie jetzt in dieser Aufnahme gerade sehen, und drücken es ein bisschen an, aber ohne großartigen Druck. Und wenn wir jetzt soweit fertig sind, dann gehen wir bei, nehmen das Symbios, das biphasische Bone Graft Material in der Zusammensetzung Hydroxylapatit und Tricalciumphosphat 20 zu 80. Und wir haben hier das etwas gröbere Material gewählt. So setzen wir das Ganze in der Hälfte der Alveole hinein. Die Funktion ist, dass wir versuchen, die Resorption des Knochens, Sie sehen hier nebenbei, vermischen das wieder mit Endogain zusammen. Ich sagte, dass wir verhindern, die Resorption des autogenen Knochen etwas zu verlangsamen und vermischen es dann mit dieser Schichttechnik, also es ist eine Sandwich-Technik, erst Knochen, dann das biphasische Material, wie Sie das hier sehr schön sehen. Und dann letztendlich die letzte Schicht wieder in den kristallen Gebiet hier, den autogenen Knochen, den wir in der Region 2.6, 2.7 gekratzt haben, mit dem Bone Scraper gescraped haben und setzen es dann in diesen Gebiet über und natürlich dann hier auf die denudierte Wurzel. Das ist ja eben das, was wir eigentlich erzielen wollen, eine Regeneration in diesem Gebiet. So, jetzt sind wir im Prinzip fast fertig. Jetzt haben wir das zweite Problem, was wir lösen müssen. Was machen wir mit der brokalen Wand?
Die ist natürlich sehr, sehr dünn, gräulich, transparent. Versuchen natürlich, wir möchten natürlich gerne, dass das auch so bleibt. Und dementsprechend nehmen wir das symbiosbiphasische Material und setzen es hier an. Rein nur symbiosbiphasisch, nicht vermischt mit Knochen. Also wir reizen natürlich jetzt das Material und gucken, wie weit kann es sich regenerieren. Wir setzen es hier an, Sie sehen das. Und das muss natürlich stabilisiert werden mittels einer Membran. Wir nehmen die Symbios-Kollagen-Membran SR, das ist die Low-Resorbable-Membran aus Bovin-Ursprung mit einer Resorptionszeit, Low-Resorbable, also langsam resorbierbar, zwischen 26 und 38 Wochen. Sehr, sehr wichtig. Dann geben wir dem Material die Möglichkeit, sich zu regenerieren während dieser langen Zeit. Und Sie sehen, die Membran ist zunächst etwas fest, aber in dem Moment, wo wir es ansetzen, saugt sich das sofort mit Blut an. Und jawohl, wir können das jetzt, wir haben das ja etwas geschnitten, angeformt und müssen es natürlich stabilisieren. Wir legen jetzt gleich los. Wir gucken, aha, okay, hier haben wir den ersten Abschnitt, wo wir beigehen können und die Membran stabilisieren können. Wie machen wir das? Wir nehmen normalerweise hier die Titanpins der Firma Dentsply Sirona Implants. Wir gehen bei, drücken ganz vorsichtig, aber zügig, sodass das klappt und sofort haben wir auf den Holder unseren Titanpin. Hier ist er. Und dementsprechend gehen wir jetzt in der Region und drücken den Titanpin mit leichten Klopfen, mit einem Hammerchen und umgekehrte Klinge dient dazu bei, den Titanpin zu stabilisieren. Und wir entnehmen dann das Instrument. So, das ist ein Prozedere, was jetzt weiterhin nochmal durchgeführt werden muss. Die Membran muss absolut stabilisiert sein. Es ist natürlich wichtig, dass das Bone Graft Material komplett stabilisiert wird während dieser Zeit, sodass eine gute Regeneration stattfinden kann. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann haben wir sofort verloren und es wird das Material wird sich verschmieren in der ganzen Region und wir werden kein Resultat erzielen können, kein positives Resultat erzielen können. Hier kommt der dritte Pin. Sie sehen, man kann es hineinführen, das funktioniert sehr, sehr einfach. Dann kommt gleich die Klinge, die wird dann hier umgedreht, hineingebracht, einmal rausdrücken und so ist das Gleiche, ist das Ganze gemacht. Das Gleiche nochmal mit dem letzten Pin. Noch einmal wird dann beigegangen, vorsichtig hämmern und wir sehen, okay, der Bereich ist jetzt abgedeckt, die Membran deckt den ganzen Defekt in diesem Gebiet, Regio 2,5 ab, stabilisiert das Symbios biphasisch und hier wird das Ganze dann vernäht mit 4,0 und im mesialen Bereich mit 6,0 resorbierbare Naht. Was passiert nach 8 Monaten? Wir warten erstmal 8 Monate. Wir sehen hier im DVT-Bild Regio 2,4. Wir haben Knochenangebote in den Spitzenbereich hier 3,5 mm. Wir haben in Regio 2,5 eine gute Regeneration. Sie sehen das hier. Es ist alles dicht. Auch im distalen Bereich Regio 2,5. Es ist alles gut regeneriert bis auf die mesiale Wurzel des Zahn 2,6, wo wir den Riesendefekt haben. Es ist in diesem Gebiet komplett regeneriert. Dementsprechend gehen wir wieder bei und wir machen einen Crestan leicht palatal gesetzten
kristallen Schnitt. Wir machen hier einen mesialen Entlastungsschnitt, sodass wir auch pupillenfreundlich bleiben. Und in diesem Gebiet hier, das ist das Gebiet, wo wir jetzt dann auch implantieren wollen. Aber gucken Sie hier nach 8 Monaten eine sehr gute Regeneration des Symbios-Material. Das war ja absolut pur, kein autogenen Knochen vermischt. Es ist sehr gut vaskularisiert. Schauen Sie hier, es ist komplett wieder neu regeneriert, der Bereich des Zahnes O6. Jetzt gehen wir bei und mit einem Trepanbohrer der Firma Dentsply mit einem Durchmesser von der 1 gehen wir jetzt bei und präparieren das Implantatbett, um einen XIF-Implantat zu setzen. Das ist natürlich etwas heikel, weil in diesem Moment haben wir die eine einzige Chance, das Implantatbett zu präparieren. Richtung müssen wir natürlich abchecken, dass das alles passt. Gehen dann langsam dann in die Tiefe. Gleichzeitig haben wir natürlich die Möglichkeit, wieder, Sie sehen, Knochen wieder zu gewinnen. Und wir checken nochmal ab mit der Myrtenblatt-Sonde, dass wir nichts perforiert haben. Und dann arbeiten wir mit den Bone-Condensern. Ja, also wir arbeiten gar nicht mehr jetzt mit Bohrern, sondern wir versuchen mit den Bone-Condensern eine Kondensation des Knochens zu erzielen. Bis 13 mm, vielleicht auch ein bisschen mehr, versuchen den Knochen zu spreizen nach vestibulär, sodass wir einen besseren Emergence Profile haben und im zweiten Punkt natürlich eine bessere Qualität des Knochens erzielen können. Der nächste Bone Condenser, 3,25 mm im Durchmesser. Wir gehen wieder bei mit den Hämmerchen. Der Patient ist sediert, also leidet nicht ganz so viel mit dem Hammer. Und jetzt gehen wir nochmal bei mit dem Bone Condenser, versuchen den Knochen weiterhin zu spreizen, so dass wir jetzt auch dann bis in die richtige Tiefe auf 13 Millimeter dann ankommen. So, hier sind wir jetzt gerade angelangt. Gucken Sie hier nebenbei die wunderbare Regeneration des Symbios-Material und hier mesial, wie sich der Knochen neu regeneriert hat aus parodontaler Sicht. Der linken Seite checken wir nochmal mit der Myrtenblattsonde, dass wir nichts perforiert haben. Und dann letztendlich gehen wir bei mit dem letzten Bone Condenser. Dieser Bone Condenser hat den gleichen Durchmesser wie das XIF-Implantat, was wir ersetzen werden. Gehen vorsichtig langsam bei, versuchen den Druck eher palatal zunächst mal auszuüben und dann gehen dann langsam in die Tiefe bis auf die gewünschte 13 mm Länge. Spreizen das Ganze noch ein bisschen, sodass wir die vestibuläre Wand des Knochens natürlich ein bisschen mehr nach vestibulär verschieben können. Jawohl, wir sind jetzt hier schon auf gute 13 mm angelangt. Leichte rotierende Bewegung des Bone-Kondensers, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, dann schonend mit den Implantat dann hinein zu gelingen im vorbereiteten Implantatbett. Immer wieder kreisende Bewegung, Sie sehen das ja, wir zoomen jetzt ein bisschen weiter aus, sodass man wirklich gut sehen kann, wie wir gerade arbeiten mit den 3,4 Bone Condenser. Jawohl, man muss vorsichtig arbeiten, man muss ja auch ein bisschen Zeit dabei nehmen, sodass wir nicht sofort mit irgendeinem Bohrer beigehen und den Knochen kaputt machen, sonst erzielen wir hier kein gutes Ergebnis. So, jetzt sind wir soweit. Checken nochmal mit der Myrtenblatt-Sonde und jetzt mit dem Corticalis-Bohrer, das ist der letzte Bohrer, gehen wir bei, drücken, üben Druck auf den palatinale Knochenwand und jetzt gehen wir bei und setzen das XIF-Implantat im Durchmesser 3,4.
in der Länge 13 sehr langsam in den Implantatbett hinein. Sie sehen, wie die Oberfläche das Blut ansaugt und wir langsam vorsichtig das Implantat dann hineinbringen bis auf die gewünschte Tiefe. Wir setzen dann leicht auch in diesem Gebiet hier das Implantat leicht subkristall, sodass auch dieser Abschnitt des polierten Titans leicht subkristall liegt. Ja, wir checken jetzt kurz mal ab, wie sieht das aus. Es ist einigermaßen parallel zum Exan 2-3. Ja, das sieht schon so ganz gut aus. Ja, und jetzt gehen wir weiter und arbeiten wiederum mit den Trepanbohrer. Gleiches, es ist ein Protokoll, gleicher Protokoll wie vorher. Wir gehen jetzt wieder bei. Wir entnehmen eine kleine Karotte, das sehen wir jetzt gleich. Immer sehr langsam arbeitend. Und jawohl, wir haben jetzt die Karotte entnommen, sodass wir gleich sehr schön sehen werden, ja, die Integration des autogenen Knochens mit dem Symbios-Material hier nach 8 Monaten. Es ist ziemlich fest schon und dementsprechend gehen wir bei in die Tiefe und arbeiten einmal mit dem Bohrer, mit dem 2,0 mm Bohrer, sodass wir auf die gewünschte Länge ankommen. Und jo, jetzt sind wir angekommen. Wir nehmen dann wieder die Bone Condenser 3,25 mm im Durchmesser und arbeiten uns wieder bis in die Tiefe, wieder mit kreisende, rotierende Bewegungen, sodass wir eine bessere Knochenqualität erzielen können. Wir sagen mal, die Knochenqualität in diesem Gebiet ist schon sehr gut, natürlich nicht so kortikal wie in Regio 2.4. Dementsprechend findet natürlich ein gutes Bone Condensing statt, sodass wir, hier sind wir jetzt wieder bei, wir müssen ja noch bis zur gewünschten Länge kommen mit den Bone Condenser. Wir wollen ja auch hier einen Xeif-Implantat in den Durchmesser 3,4 hineinbringen und in der Länge 13 mm. Kreisende Bewegungen, jawohl, wir sind soweit und das ist jetzt der 3,4 Bone Condenser auf die gewünschte 13 mm Länge, jawohl. Hier sind wir jetzt angekommen. Schauen Sie hier, wie schön sich der Knochen mesial an Zahn 2,6 regeneriert hat. Und hier das Symbios-Material. Checken nochmal mit der Myrtenblattsonde, ob wir nichts perforiert haben. Apikal schon unmittelbar in der Nähe der Kieferhöhle. So, jetzt sind wir bereit, das Xeif-Implantat hineinzusetzen. Durchmesser 3,4, Länge 13. Hier haben wir ihn und schonend langsam fahren wir hinein. Das Gute ist auch mit den Tempase, das ist dieser Abschnitt des Implantats, haben wir die Möglichkeit, noch leicht die Richtung des Implantates zu steuern. Das ist sehr gut zu machen. Natürlich muss man dabei auch aufpassen. Und das werden wir dann noch sehen. Mit diesem Tempase haben wir auch die Möglichkeit, ein Provisorium zu machen oder individuelle Gingiva-Former, wie wir das jetzt gleich sehen werden. So, jetzt sind wir angelangt. Wir setzen auch dieses Xeif-Implantat leicht subkristall, so wie wir das jetzt gerade sehen. Jawohl, wir gucken jetzt nochmal, ob die Implantate auch einigermaßen parallel gesetzt wurden. Ja, das sieht schon einigermaßen gut aus. Ja, jetzt mit einem besseren Spiegel. Jawohl, so sieht das aus. Und dementsprechend können wir jetzt beigehen und das Tempase herausnehmen.
nehmen mit den Schraubenzieher. Ja, hier sehen wir das ja. Wir haben das Implantat palatinal leicht subkristall gesetzt, während auf die genaue Höhe sind wir jetzt marginal mit in den bukalen Gebiet. Wir entnehmen jetzt nochmal in Regio 2.4 das Tempase. Jawohl, gleiche Situation wieder. Was machen wir jetzt hier? Wir müssen natürlich auch hier augmentieren. Es ist dünn. Und da habe ich gedacht, jetzt müssten wir mal komparativ arbeiten. Wir nehmen jetzt BIOS, BIOS S, und werden sehen, wie das BIOS gegenüber den Symbios abschneidet. Ja, das ist ja sehr interessant. Das ist ja der gleiche Patient, gleiche Indikation, genau das gleiche. Wir haben auf einer Seite Symbios. Jetzt gucken wir mal, wie das BIOS in diesem Gebiet arbeitet. Wir haben es jetzt gerade angebracht und wir stabilisieren das Ganze natürlich mit einer BioGuide-Membran, so wie wir das Symbios mit der Membran SR gemacht haben, stabilisieren das Ganze mit der Verschlussschraube des Implantates und natürlich wieder mit den Titan-Pin, sodass wir jetzt genau das gleiche Prozedere wie schon vorher gemacht hatten. Ja, wir stabilisieren noch ein bisschen hier das den einen Titan-Pin, kürzen ein bisschen die Membran hier im palatinalen Bereich, das ist eine resorbierbare Membran, also wir erwarten hier eigentlich weniger eine Dissens eigentlich so. Und wir schneiden hier das Perios, sodass wir dann eine gute Deckung erzielen können ohne mögliche Dissensen. So, und hier haben wir das Ganze jetzt verschlossen. Wie sieht das aus nach 8 Monaten? Wir haben in den bukalen Bereich keine keratinisierte Gingiva. Dementsprechend müssen wir jetzt beigehen mit einer Technik. Das ist der apikale Verschiebelappen. Und das heißt, wir machen zunächst mal einen Mucosa-Schnitt in diesem Gebiet hier. Leicht eher palatinal und gehen dann schon trapezoidal, dann über nach palatal, auch hier mesial, trapezoidal, sodass wir eine schöne Breite haben des Lappens, sodass wir diesen Lappen dann nach bukal dann weiter verschieben können. Wenn wir das nicht machen, wäre der Lappen etwas kurz und das würde dann natürlich nicht gut aussehen. Wie gesagt, das ist ein reiner Mucosa-Schnitt, einen Split-Flap. Wir schneiden auch hier vestibulär in diesem Gebiet Mesia von 2.6 in der Mucosa, sodass wir dann uns verbinden mit den kristallen Schnitt. Jawohl, jetzt sind wir fast angelangt und jetzt geht es dann weiter. Wir versuchen natürlich dann das ganze Bindegewebe unterhalb des Epithel dann mitzunehmen. Allerdings ist das eine supraperiostale Präparation. Also das Periost bleibt oberhalb des Knochen. Das ist kein Mukoperiostlappen. Sodass das ganze Gebiet um das Implant, um die Implantate drumherum absolut vaskularisiert bleibt, ist wichtig, weil wir natürlich auch vestibulär diesen Gebiet transplantiert haben. Und wir möchten es natürlich nicht kaputt machen oder devaskularisieren. So, jetzt gehen wir bei und schneiden hier distal noch diesen Abschnitt, sodass wir dann den Lappen immer besser präparieren können, mobilisieren können und versuchen natürlich so viel wie möglich auch Bindegewebe mitzunehmen, um es ja, wie Sie es hier sehen, hier die Dicke des Lappens, hier sehen wir schon mal ein bisschen vom Implantat, jawohl, hier die Verschlussschraube, hier ist er und hier mesial, der 2.4. Und jetzt gehen wir jetzt nochmal bei und machen weiterhin die Präparation der Mucosa, sodass wir bis auf das Periost dann ankommen können. Ja, wir arbeiten mit einer dünnen Kanüle, sodass wir punktuell gut arbeiten können,
ohne grob zu sein. Und wir sehen hier, ja, das ist ja schon das Periost. Wir müssen natürlich die Insertion der Muskulatur jetzt abschneiden, lösen. Das ist genau das, was wir gerade hier in diesem Gebiet machen. Das ist die Insertion der Muskulatur. Jawohl, wir legen es jetzt komplett frei. Alles Periost hier, jawohl. So sieht das aus. Und in diesem Gebiet hier, hier wollen wir beigehen und wir wollen eine kleine Biopsie entnehmen von unserem Symbiosmaterial. Das heißt, wir öffnen dann ein kleines Fensterchen, sodass wir dann, wir sehen das ja hier, wir gehen bei mit der doppelten Sonde und öffnen ein kleines Fensterchen. Jawohl, hier ist es. Das ist das Material hier. Es blutet. Ja, wir präparieren es ganz gut und dann gehen wir bei und mit dem Trepanbohrer, den Sie vorher schon gesehen haben, gehen wir bei und entnehmen eine kleine Biopsie des Symbios Biphasic Material. So, das ist jetzt die entnommene Karotte, die werden wir gleich nochmal sehen. Hier, das ist der regenerierte autogene Knochen. Verbunden mit dem Symbios-Material. Hier ist es mit dem biphasischen. Das werden wir dann gleich weiter histologisch mal untersuchen. Das ist die eine Biopsie. Gleich gehen wir weiter. Gleiche Prozedur nochmal. Kleines Fensterchen bilden wir. Machen einen kleinen Schnitt im Periost mit unserem Skalpell, sodass wir das Gebiet frei bekommen. Wir brauchen natürlich nicht das Gewebe, das interessiert uns natürlich nicht. Jawohl, wir legen es jetzt langsam frei und gehen jetzt dann wieder bei mit den Trepanbohrer und entnehmen die Biopsie. Auch hier vor sich rein. Jawohl, jetzt sind wir angelangt. Ja. Und hier ist die Biopsie. Sie sehen, die ist sehr gut vaskularisiert. Das scheint auch gut hart zu sein. Wir gucken gleich, wie die histologischen Resultate von Professor Götz in der Uni Bonn sind. Das ist jetzt das BIOS. Das sehen wir in der großen Übersichtsaufnahme. Wir gucken jetzt in der größeren Vergrößerung. Das ist das dunkle Violette, ist das BIOS. Und das ist jetzt regenerierter Knochen. Das ist regenerierter Knochen, der sich anlagert, anheftet am BIOS. Das sehen wir auch hier wieder, BIOS. Und neu regenerierter Knochen, hier die ganzen Osteozyten, das ist schon lamellärer Knochen. Man sieht aber, dass der Knochen sich anheftet am das BIOS, das heftet sich an den neu regenerierten Knochen. Hier einen Interface durch Proteine, das ist eine mechanische Adhäsion, aber das ist sozusagen eine Anlagerung. Wir sehen den Unterschied zum Symbios. Das ist jetzt die Übersichtsaufnahme von Symbios-Material. Da sehen wir was komplett unterschiedliches. Hier lamellärer Knochen, ein Osteon. Und hier sehen wir das Symbios mit den Tubuli schon. Also wir sind schon ziemlich gut remineralisiert. Also das ist eine komplette andere Art der Osteokonduktion. Das ist eine Einlagerung. Ja? Das ist hier, also heftet sich der Knochen, der autogenen Knochen in den Tubuli hinein. Es heftet sich richtig an und es wandelt sich dann um zum das BIOS zum autogenen Knochen. Also der Unterschied in der Osteokonduktion ist dann ziemlich klar. Also die eine ist eine Anlagerung des BIOS mit den autogenen Knochen, während hier haben wir eine Einlagerung. Ja? Und wir sehen auch hier, das ist eine Kompartimentierung mit den Osteoblastensaum. Hier das Symbios Biphase, das ist noch nicht umgewandelt. Ja? Das ist ein Kompartiment, während hier auf der linken Seite sind wir in der Regeneration schon weiter. So,
Und ich möchte Ihnen jetzt dazu noch in einer Folie zum Symbios noch etwas erklären und zeigen. Das ist ein neues, relativ neues Präparat, das Symbios. Das ist 2015 erst auf den Markt gekommen. Das ist ein phytotropisches biphasisches Material, wie ich sagte, entsteht aus korallinen Ursprung, also aus Meeresalgen. Und es hat einen 20-prozentigen prozentualen Anteil an Hydroxylapatit und einen 80% an Beta-Tricalcium-Phosphat. Und man kann es erwerben in einer kleinen Körnung, 0,2 bis 1 mm, oder in einer größeren Körnung, das ist die, die wir genommen haben, von 1 bis 2 mm. Es ist zwar ein neues Präparat, aber es ist ein Präparat, was lange untersucht wurde. Wir sehen das in einer Publikation von Professor Evers schon 2007. Da hat er schon intensiv gearbeitet darüber, und er schreibt, dass die Bioaktivität des anorganischen Bongraftmaterials ist sehr abhängig von der optimalen chemischen Kombination und von der strukturellen Porosität. Und wir sehen das ja hier in der Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme. Die Tubuli des Symbios biphasisch sind sehr stark porös. Und wenn wir das Algipor betrachten, das Algipor, das ist das vorherige Material, das gibt es schon seit 25 Jahren. Das ist ja gleiches Ursprungs aus den Algae Maritime. Es hat allerdings 97% Anteil an Hydroxylapatit, und Sie sehen an den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen, hier ist es viel weniger porös, aber es sind immer noch die Tubuli dabei, die sind interkonnektiert, und wir haben viel damit gearbeitet. Ich zeige Ihnen jetzt eine Histologie von Professor Piattelli aus der Universität von Chieti. Und Sie sehen hier, das ist das Algipor. Wir haben neu regenerierten Knochen. Hier das Fluid des regenerierten Materials. Und wir haben natürlich hier wieder Osteoid, was sich bildet in den Algipor, in den Tubuli hinein. Das sehen wir auch in einer höheren Vergrößerung. Ja, das ganze Violette, das ist das Osteoid des neu regenerierten Knochens. Und das setzt sich hinein in den Algipor, allerdings etwas langsamer als das Symbios-Material aufgrund der geringen Porosität bzw. der Komposition. Und Sie sehen das ja hier in der höheren Vergrößerung, das ist neu regenerierte Knochen, der setzt sich hier in den braunen Algipor hinein, aber es ist noch nicht so weit regeneriert, wie wir das zum Beispiel mit den Symbios gesehen haben. Und um Ihnen auch zu zeigen, dass das jetzt kein Zufallsresultat war, was ich Ihnen gezeigt habe vorhin im Film, zeige ich Ihnen einen weiteren klinischen Fall. Das ist wieder oberer Prämolarenregion, gleiche Indikation. Wir haben hier einen kleinen Defekt von Vestibulär, dann auch einen Defekt von Crestal, aber das ist nicht weiter schlimm. Und auch einen parodontalen Forkationsbefund zweites Grades, den wir dann auch behandeln werden. Auch hier, wir arbeiten in einer Kombination zwischen Bohrern und Bonekondenser, sodass wir immer die Implantatbettpräparation ein duales Vorgehen ist zwischen Bohren schonend, dann weiter mit dem Bonekondenser arbeitend.
Und wir sehen ja schon, mit dem Bohrer haben wir schon ein bisschen autogenen Knochen gewonnen. Das sehen wir hier. Hier wird einen XIF 3,4 Implantat eingesetzt und dementsprechend wird dann auch die Forkation behandelt. Wieder das gleiche Protokoll, Debridement, Endogen, autogener Knochen in der Forkation hier 2,6 eingesetzt, jawohl, und dann vestibulär haben wir noch ein bisschen Knochen gewonnen und dann, wie Sie schon im Film gesehen haben, das ist das gleiche Prozedere nochmal, das biphasische Symbios, rein biphasisch Symbios, nicht vermischt mit Knochen in der gröberen Körnung, also wir reizen absolut die Indikation des Materials und wir stabilisieren das Ganze mit einer Symbios-Membran. Diesmal ist es aber eine prähydratisierte Membran aus dem bovinen Perikardium, die etwas schneller ihre Resorptionszeit hat, allerdings noch relativ, liegt bei ungefähr 20 Wochen. Also es ist eine sehr gute und stabile Membran. Sie sehen das Ganze hier vestibulär fast überaugmentiert in dem vestibulären Bereich. Re-Entry mit einem Rolllappen und hier haben wir unsere Biopsien wieder entnommen, um zu sehen, wie das Ganze wiederum funktioniert hat. Wieder nach 8 Monaten und wir sehen hier 2 Arten von Biopsien. Histologie A, Histologie B, man sieht natürlich schon, die eine ist weniger vaskularisiert als die andere hier, die ist natürlich viel rötlicher, das vermutet schon mal, dass die weiter ist in ihrer Regenerationsphase. Wir geben das Ganze weiter an den Professor Götz in der Uni Bonn und er untersucht es und hier sind die Ergebnisse. Ja? Histologie A, man sieht es ja hier, das ist noch Symbios biphasic, das wird gerade noch umgewandelt in neugenerierte Knochen, aber wir sehen hier schon einiges an neugenerierten Knochen in den Symbios und wir hatten überhaupt keinen autogenen Knochen dazu gelegt. Gucken Sie in der Histologie B, hier sind wir schon viel weiter, wir haben viel mehr neugenerierter Knochen. Wir schauen uns das Ganze erstmal in der A-Histologie, in der weniger vaskularisierten Biopsie und schon hier sehen wir wieder eine Kompartimentierung auf der rechten Seite neugenerierter Knochen und hier sehen wir wiederum, das ist neugenerierter Knochen hier, das ist komplett ummantelt von den Abschnitten des Tubuli, die werden ja in den Querschnitt gerade hier getroffen und die sind komplett mineralisiert mit Osteoid und in der höheren Vergrößerung hier sehen wir ein Osteoklast, der ist gerade dabei, das Material zu umzubauen und hier sehen wir die Osteoid-Matrix sehr schön zu sehen innerhalb der mineralisierten Symbios-Tubuli. Und hier wiederum die Histologie B, die ist, wir sind, obwohl das ja der gleiche Gebiet ist, der gleiche Patient, wir sind hier etwas weiter in der Regeneration. Man sieht, das ist schon lamellärer Knochen hier und wir sehen, hier haben wir noch einige Symbios Residui, ja? Das sind diese etwas dunkle, violette Abschnitte. Hier, also sind noch einige Reste, aber man sieht, wie das Material sich komplett umwandelt zu Knochen. Also es ist eine komplette andere Art der Osteokonduktion. Das Material ist kaum zu sehen. Eine andere Art von Osteokonduktion gegenüber dem Bio-Os, was wir vorhin gesehen haben. So, dann würde ich jetzt wieder zurückgehen zu unserem Film, so dass wir weitermachen können.
und gucken, wie das Ganze jetzt klinisch aussieht. Jawohl, wir sehen ja hier die Präparation des Periostes und hier die keratinisierte Gingiva. In diesem Gebiet, das ist alles Periost und wir müssen jetzt mit einer resorbierbaren 6,0er Glykolonnate der Firma Resorba das Ganze vernähen, so dass wir hier den keratinisierten Bereich nach vestibulär verschoben haben und stabilisiert haben, wie Sie das hier jetzt sehen, hier stabilisiert, interimplantär. Wir haben dünne Gingivaformer hineingebracht, sodass wir schonend in der periimplantären Region gearbeitet haben. Hier das Bild und das Ganze sehen wir jetzt, das Imagens Profile nach 8 Wochen, stabile Verhältnisse in den Röntgenbild und hier sehen wir, wir sind schon etwas weiter. Wir haben das Gewebe etwas konturiert. Wir haben die Tembase Caps, die Sie vorher gesehen haben, genommen. Die haben wir gekürzt und wir haben individualisierte Gingivaformer erstellt, sodass wir ein schönes Profil und auch eine möglichst schöne Papille erzielen können. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir setzen das Ganze wieder im Modell hinein, sodass wir dann einen personalisierten Abdruck davon nehmen. Wir setzen in diesen Abschnitt dann Pattern Resin auf den Apfelpfosten und dann legen wir das Ganze im Mund des Patienten, sodass wir das Ganze dann weiter transferieren auf das Modell für den Techniker. Er wählt dann die Abutments aus. Das sind Aesthetic-Based Abutments gerade. Und wir sehen hier die Kontur der Gingiva und hier die fertigen vollkeramischen Zirkonkronen fertig zum Einsetzen. Und hier noch vor dem Einsetzen sehen das Imagens Profile, das klinische Bild, wie das jetzt aussieht. Und das Gleiche und das ganze Gleiche in den abschließenden Abschlussfoto mit der Prothetik eingegliedert. Sie sehen, wie wir mit den apikalen Verschiebelappen einen guten Imagens Profile bekommen haben, gute keratinisierte Gingiva und auch ein paar Papillen dann auch hinbekommen haben und hier das Ganze nochmal im Röntgenbild. Wir sehen hier eigentlich stabile knöchernde Verhältnisse um die Xeif-Implantate. So, wir sind im Prinzip jetzt angekommen am Ende des unseren Beitrag und wir gucken, ob einige Fragen gekommen sind. Hier eine erste Frage: Wie ist die präoperative Prämedikation des Patienten? Der Patient wurde bei der OP sediert, das sagte ich ja schon, am Tag vorher wurde er prämediziert mit Augmentan in Toral 1,2 Gramm und postoperativ wird das Antibiotikum weiter verabreicht für circa 10 Tage und nochmal Ibuprofen 600 verabreicht. Eine zweite Frage: In welchem Zeitraum werden die Nähte entfernt? Die Nähte, der Patient kommt zur Kontrolle eine Woche nach der OP und da werden einige Nähte, die vielleicht sich langsam am Lösen sind, das sind ja resorbierbare Nähte, allerdings werden natürlich dann auch entfernt, die werden nur zum geringen Teil in der ersten Woche entfernt, nach 14 Tagen dann erfolgt die komplette Nahtentfernung. Nächste Frage: Warum haben Sie nicht in der ersten OP sofort augmentiert? Ja, das ist eine gute Frage, intelligente Frage. Wir mussten ja erstmal sehen,
dass wir beigehen und eine gute Regeneration erzielen können in der Region 2.5, 2.6. Das war schon mal sehr wichtig. Es war nicht hundertprozentig sicher, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen haben, und dementsprechend haben wir noch in petto eine andere Alternative. Den Patienten wurde natürlich gesagt, falls das nicht klappen sollte, müsste natürlich der Zahn leider 2,6 extrahiert werden, und dementsprechend wäre man dann beigegangen, und man hätte aus der retromolaren Region Knochen entnommen und nach der SBB-Technik von meinem chirurgischen Mentor, dem Professor Kuri, danach das Ganze mit einem lateralen Bonengraft augmentiert. Aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Nächste Frage. Wie erfolgt bei Ihnen die Periostschlitzung? Ja, das haben Sie im Video gesehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine Elastizität des Lappens gewinnen können. Das heißt, wir arbeiten tunnelierend innerhalb des Periostes. Das heißt, zwischen Mucosa und Perioste gehen bei mit der Präparierschere umgekehrt, und dann können dann das Periost dann trennen bzw. schlitzen, sodass wir dann ohne Zug die Wundränder dann gut adaptieren können. Welches Nahtmaterial, vor allem welcher Stärke verwenden Sie? Ja, Sie haben es gesehen. In dem ersten Abschnitt der OP haben wir 4-0 resorbierbare Nähte benutzt. Dort, wo es eher um Ästhetik geht, in dem mesialen vestibulären Bereich oder bei der Re-Entry, nehme ich sehr gerne immer ein resorbierbares Monofil. In diesem Fall war das 6-0 geklont der Firma Resorba. Gibt es für Sie eine standardisierte Nahttechnik in solchen Indikationen? Ja, natürlich, also die Standard-Nahttechnik, sodass ich beziehe mich auf der ersten OP, das soll natürlich ein bis zwei, wie wir es gezeigt haben, in diesem Gebiet eine Matratzennaht sein, sodass wir sehr gut die Wundränder adaptieren können und dann noch Einzelknopfnähte. Noch eine Frage: Welche Vorteile sehen Sie mit dieser Art von Knochenersatzmaterial gegenüber den üblichen konventionellen Materialien? Ja, Sie haben es in den Histologien gesehen. Dieses Material schneidet komplett anders ab als ein Material wie das die BBBM, das BIOS. Es ist einfach eine andere Art der Osteokonduktion. Es ist natürlich dann auch ein anderes Material. Es ist nicht bovine Art, sondern es ist rein aus pflanzlicher Art, was natürlich auch ein anderer Aspekt ist. Und auch ein Vorteil sein kann. Aber man kann ja auch sagen, die Histologien lügen nicht. Und Sie sehen ja, wie schön in diesen Fällen, in diesen gezeigten Fällen, sich komplett neu regenerierte Knochen sich gebildet hat und dann das Material dann kaum noch zu sehen war. So, jetzt noch eine letzte Frage: Ist die Resorptionszeit der Membran sehr entscheidend? Ja, die ist sehr entscheidend. Das ist auch der Grund, warum wir eine Membran wie die Symbios SR-Membran genommen haben, mit einer langen Standzeit von über 30 Wochen, so dass wir wirklich den
Biomaterial die Chance geben, sich gut zu regenerieren, und desto trotz bleibt es stabilisiert. Ansonsten wäre es natürlich schade, weil wenn die Membran sich resorbiert, dann gibt es das Creeping-Effekt. Das Gewebe, wie ich ja schon sagte, fängt an, sich zu bewegen und dementsprechend dann nicht zu regenerieren. So, das war's mit den Fragen. Wir sind jetzt am Ende unseres Beitrages. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und vergessen Sie auch nicht, die ZME-Fragen zu antworten. Und ansonsten, Sie können mich natürlich auch kontaktieren hier in Lugano oder online unter www.alessandroponte.com. Und ich verabschiede mich heute aus Lugano. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Buona serata a tutti. Bis bald.